Ich habe sie hier bei mir, Sabine Kusterer. Gestern glanzvolle Leistung. Sie ist die erste in der Gruppe B geworden. Sabine, du musst doch heute auf Wolke 7 schweben, oder? Ja, so in etwa ist das auch. Aber wenn man bei uns hier an den Himmel guckt, da ist keine einzige Wolke zu sehen. Deswegen bin ich dann doch hier unten. Das ist so klasse. Ich habe den Wettkampf sehen können. Nicht vor Ort, aber auf dem Bildschirm. Und ich fand das Wahnsinn. Du gehst da ran und man sieht eine Anspannung, eine Konzentration in deinem Gesicht. Dann nimmst du das Gewicht hoch. Und ich frage mich dann, wie schafft man das? Ist man die ganze Zeit in Anspannung? Muss man die Kräfte sammeln? Hat man vielleicht auch Schiss davor, dass man es nicht packt? Ja, wenn man an die Hantel geht, man hat 3 Versuche pro Disziplin, insgesamt also 6. Und wenn man einen nicht schafft, dann ist man schon nicht mehr im Fahrplan. Und da will man deswegen alle Versuche reinkriegen. Und mich freut's, dass du da saßt und sowas freut mich total, dass du da gesessen hast und mitgefiebert hast. Das macht einfach mega Spaß, das im Nachhinein zu hören. Deine Fans in Deutschland haben dich unterstützt, ich habe dich unterstützt, wir alle im Deutschen Haus haben mitgefiebert. Ich glaube, das gibt einem auch Kraft, um so eine Leistung zu bringen. Ja, das stimmt. Danke für alle, die mir auf dem Weg dorthin geholfen haben. da gehören so viele dazu. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen aufzuzählen. Ich stehe da zwar alleine auf der Bühne und muss performen, aber alleine hat noch nie jemand gewonnen. Da gehört immer ein Team, alle dazu, auch die Fans. Das finde ich ein super Wort. Ich weiß, du isst gern Schokolade. Du musstest immer verzichten auf Schokolade bisher. Und jetzt habe ich für dich von uns, vom Catering, einen wunderbaren Schokoladenkuchen. Den kannst du entweder sofort verzehren oder nachher, wie du möchtest. Auf jeden Fall hast du ihn dir schwer verdient, würde ich sagen. Ich hab ihn mir wirklich verdient. Ich würde ihn lieber gerne nachher erst essen. Da hast du recht, man muss im Deutschen Haus viel Disziplin haben. Der Fanreporter hat schon 1,5 Kilo zugenommen. Ich gehe jeden Morgen auf die Waage, das Catering hier ist sehr gut. Also ich werde mich mal an deinen Diätplan halten, glaube ich. Gratulation, große Gratulation für deine tolle Leistung. Und ich wünsche dir noch eine tolle Zeit in Rio und viele Partys im Deutschen Haus.